Lieber Freund, hier ist euer Steinballen. Wir sind zurück bei den Zirkern bei König Ed, dessen Hauptstadt hier angegriffen wurde, beim letzten Mal aber tapfer verteidigt wurde. Und jetzt hat der Feind seine zweite große Armee fast verloren. Hier hat ein General noch etabliert die Schweinereihe, mit der er hier in Bernice zurückerobern will. Was natürlich unschön wäre, wenn das gelingen würde. Er hat natürlich noch nicht viele Truppen. Und da ist die Überlegung, ob wir irgendwie was dagegen tun können. Wir könnten eine Armee aufstellen, einen neuen General hier uns holen. Rekrutierungskosten Kavallerie, Nahkampffähigkeit für Schwert- und Axtinfanterie. Wir kennen sie alle nicht. Ich würde mal sagen, wir machen erstmal hier unten die Züge, beziehungsweise gucken an, was hier noch passiert ist. Das sind die knappen Geschichten. Das sind Kriegserklärungen, die weit weg sind. Und was haben wir hier? Mehr als genug. Eilen bekommt die Eigenschaft und wird, ja, bekommt Einfluss dadurch. Okay. Da ist Eilen, der Statthalter. Ne, da wollte ich nicht hin. Wartet mal. Gibt es nicht eine Abkürzung? Ja, Doppelklick. Wir müssen mal gucken. Also der hat 9 Einfluss. Das ist schon der Hammer. Seine Loyalität ist bei 4. Das ist der, der gerade geheiratet hat. Die charmante Frau. Auf den müssen wir ein bisschen Acht geben. Vielleicht doch nochmal. Was ist das mit dem vorzeitig des Amtes enthoben? Was haben wir da gemacht mit dem? Haben wir dem da eine Position weggenommen? So ein Amt? Könnte das... Wir hatten ja eben für Amt vergeben. Ah, wisst ihr was? Der hatte das Amt schon. Das wurde mir bloß nicht angezeigt. Das ist ja irgendwie bescheuert. Das wurde... Hä? Das wurde irgendwie falsch angezeigt. Jetzt sehe ich die Ämter. Rigan ist Kommandant des Königs. Der Rest ist Kammer... Ja, deswegen hatte... Oh, nee, ne? Das ist ja eine blöde Anzeige. Dann müsste einem normalerweise immer gleich angezeigt werden, dass dem anderen das weggenommen wird. Und wir hatten das Alien weggenommen. Das ist der Grund für das Problem. Können wir ihm jetzt den Grundbesitz geben? Reduziert natürlich unseren Einfluss wieder, aber erhöht seine Loyalität. Grundbesitzer. Warte mal, verfügt über Grundgesetz 2... Das ist egal, wie viel offenbar. Es gibt nur diesen Bonus 2. Dann bringt das auch nichts, ihm mehr zu geben. Das ist ärgerlich. Dieses Versehen da mit den Ämtern. Aber das war irgendwie ein Anzeigebug, hatte ich das Gefühl. Na gut, also kommen wir jetzt erstmal hier zum Thema. Also ich würde sagen, wir laufen hier nochmal raus. Können aber erstmal hier den General verbessern. Und der hat ja sowieso schon 5. Das heißt, wollen wir das Kommando noch weiter verbessern oder lieber auch hier mit Quartiermeistern und so weiter arbeiten? Wildbeuter ist auch nicht schlecht. Aber wir machen mal Quartiermeister. So, jetzt versuchen wir die komplett zu erledigen. Das geht nicht. Müsste eigentlich gehen. Der kann nochmal fliehen, aber wir setzen nochmal nach. Jawohl. So, das sollte kein Problem sein. Ich würde mal sagen, begünstigt Nahkampf an. Ja, wir machen mal ausgewogen. So, Armee auch vernichtet. Das Problem erledigt. Sehr schön. 70. Puh. Ja, nehmen wir das Gold. Nicht zusammenbleiben. Okay. Ich denke, die Stadt wird noch nicht gefährdet sein, auch wenn hier ich schon die Armee gesehen habe. Von Gelgordel. Das ist die nächste Bedrohung. Und hier hat mir gesagt, ziehen wir zur Belagerung. Fürchtet uns! Leider noch nicht in dieser Runde. Das müsste aber
Boah, zwei Runden halten wir die Versorgung durch. Das ist natürlich nicht so hübsch. Ich würde sagen, hier gehen wir zurück in die Siedlung. Wir hätten natürlich jetzt schon da die Belagerung beginnen können und wären dazugestoßen. Aber lieber hier jetzt noch die Verteidigung wieder stärken. Mehr Nachschub holen und so weiter. So, und hier war jetzt die Idee, dass wir mit 1400 hier eine dritte Armee etablieren. Das mache ich jetzt auch. Und ich glaube, ich nehme Kalach, den Irren. Im Kampf kämpft er wie ein Wilder, man könnte fast sagen wie ein besessener Seezun lernt, doch bleibt auf Abstand. Wobei, wenn der Gegner... Naja, machen wir das mal. Ich würde dann, glaube ich... Genau, den haben wir jetzt. Ich würde jetzt vermutlich nur... Wie, der kann sich jetzt nicht bewegen. Ah, wir können in dieser Runde noch gar nichts machen. In Bernice können wir dann höchstens zurückerobern. Ich vermute, das wird fallen. Ich werde dann vermutlich mit ihm Speerträger rekrutieren. Die kommen dann gegen die Kavallerie hoffentlich klar. Also da können wir zumindest reagieren, würde ich mal sagen. Wir haben immer noch 1057 plus, aber ich denke, das sparen wir uns mal auf. So, mehr ist... Wir müssen diplomatisch mal schauen, wie es jetzt aussieht hier mit Northumbria. So, wie ist das Verhältnis? Kurz gucken. Verbessert sich durch das Abkommen. Er hat immer noch... Er mag es nicht, dass wir einen Krieg mit Galgoidl haben. Warum nicht? Findet er Galgoidl gut? Hm, tatsächlich. Diplomatischer Bonus. Warum eigentlich? Warum finden sie Galgoidl gut? Das sind doch Seekönige. Ach so, weil es vermutlich auch Wikinger sind. Ja, das ist der Grund. Alles klar. Ja, dann ist das verständlich. Versuchen wir trotzdem... Ihr werdet gerecht angehört. Hier ein bisschen was rauszuholen. Zum Beispiel ein... defensiven Pakt, oder? Findet er doof. Okay, da sind wir weit davon entfernt, das hinzukriegen. Was anderes gibt's, glaube ich, nicht, was jetzt sinnvoll ist. Nee, das reduziert sich dann die Möglichkeiten sehr stark. Alles andere... Alle anderen Player sind hier eher uninteressant für uns. Insofern können wir jetzt weitermachen. So, Northumbria zieht die Küste entlang. Invernice ist wieder gefallen. Okay, damit haben wir gerechnet. Und die kommen. Die kommen. Möglicherweise müssen wir uns dort nochmal verteidigen. Let's go. So. Invernice ist ausgeraubt worden auch noch. Eieiei. Das ist natürlich doof. So, einer der irischen Longforts ist den einheimischen Streitkräften in die Hände gefallen. Eine willkommene Nachricht. Wie üblich überreagiert Dublin und zwingt alle anderen Wikinger-Fraktionen in Erio ihre Vasallen zu werden. Ihr hofft und betet, dass das nicht genug sein wird und der Verlust ihres Stützpunktes der Anfang vom Ende der Wikinger in Irland ist. Alle Nebenfraktionen der Seekönige der Wikinger in Irland werden zu Vasallen von Dublin werden. Na gut. Okay, eine Flotte der Viking-Plünderer hat den Süden Britanniens erreicht. Gut, was passiert hier? Die Siedlung haben wir verloren. Holzfällerlager ist abgeschlossen. Sehr gut. Oh, unser Einkommen 387 ist nicht so dolle. Da müssen wir langsam mal was tun. Ja. Ja. So, da steht der Feind. Die Einheit ist schon ausgewählt. Er hat auch nur diese eine Einheit. Wir können aber natürlich jetzt nicht rekrutieren. Dazu müssen wir erstmal in die Stadt zurück. Ja. Beeilt euch! Hier können wir rekrutieren. Wir haben Geld. Wir haben allerdings nur 10-mal Nahrung. Das ist richtig doof. Ist ein bisschen riskant jetzt hier, ne?
Was ist er eigentlich für ein Mann, der Zellach? Ah, ein ziemlich guter Anführer. Das ist hervorragend. Sammeln 2. Jetzt ist die Frage. Also ich werde, glaube ich, Speerinfanterie. Auch wenn Schwert- und Axtinfanterie. Aber die ist halt jetzt gegen die Kavallerie ganz gut. Was passiert, wenn man Nahrung zu viel hat? Zu wenig hat. Also eine nehmen wir mit. Die beiden müssten das hinkriegen, oder? Bisschen risky, das Ganze. Wir machen das mal so und gucken mal, ob wir das jetzt schon erreichen können. Wir könnten ihn jetzt schon erreichen. Aber wenn wir das zurückerobern, bekommen wir da mehr Nahrung? Ich glaube nicht, ne? In Bernice stellt keine Nahrung her. Aber für eine Runde oder so muss das doch mal möglich sein. Zählt auf uns! Machen wir erstmal was anderes. Eieiei, die Versorgung. Zum Sieg! So, das sieht aber gut aus. Das können wir sogar automatisch dann machen. Wir müssen nur eine Runde aufrechterhalten und das konstruieren. Ja, nee, so ist gut. Bringt mir ihre Köpfe. Okay, das wird funktionieren. In der nächsten Runde werden wir die Stadt haben. Hier regenerieren wir uns. Wie sieht's aus mit der Garnison? Die wird langsam auch was. Also, wenn ich jetzt noch einen rekrutiere, bin ich im Minusbereich. Aber ich glaube, das kann man durchaus. Das ist für eine bestimmte Zeit, glaube ich, okay. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, ob wir das schaffen, den so zu besiegen. Mit dem, was wir jetzt hier gerade haben. Ruhm der Gälen. 30 und 20. Und der hat vermutlich... Naja, der wird ein bisschen mehr Kavallerie haben. Er ist mir zu riskant. Wir nehmen noch eine Speerinfanterie mit rein. Haben wir halt jetzt minus Getreide. Aber ist ja nur für eine kurze Zeit. So, und jetzt greifen wir hier nochmal an. Eieiei. Was? Der 52... Ach, das ist gar kein... Nein, das ist gar keine Kavallerie. Ich Idiot. Oh, da hätte ich doch eine ganz andere Sache rekrutieren müssen. Oh mein Gott. Das war ja total dämlich. Ich war irgendwie fest davon ausgegangen, dass das Kavallerie ist. Aber das sind doch diese See-Wikinger, die haben keine Kavallerie. Da hätte ich doch eine weitaus bessere Einheit hinkriegen können. Egal, wir müssen es durchziehen. Ich Depp. So, und unsere Speere. Oh mein Gott. Wir müssen halt... So, ich habe schon wieder beim Laden gequatscht. Wir müssen wahrscheinlich jetzt mit den Speeren sie irgendwie in den Kampf locken. Und dann mit der Kavallerie hinten reinhauen irgendwie so. Ja, das muss der Plan sein. Oh mein Gott. So. Starten wir die Aufstellung. Das wird ja echt Mist. General. So, wir werden auf jeden Fall im Keil agieren. Denke ich. Oh Mann, 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 Mann. Speerkämpfer! Ich bin mir nicht ganz sicher. Plus 15 Schild. Das ist doch dann eigentlich in jedem Kampf eigentlich eine gute Sache, wenn der Gegner anstürmt. Nicht nur gegen Kavallerie, ne? Eure leichte Nahkampfinfanterie ist geeignet. Tötet sie alle! Speerkämpfer! Auf euren Befehl! Naja, jetzt bin ich mal gespannt, ob das hinhaut. Das wird echt eine heikle Angelegenheit. Der Feind zittert angesichts unserer zahlenmäßigen Überlegenheit. Das ist doch schon mal gut. Sammeln dürfen wir auch nicht vergessen. Sie sind überwältigt. Okay, sie laufen uns entgegen. Das ist gut.
Ich würde tatsächlich sagen. Jetzt bleiben sie stehen. Speerkämpfer! Wir halten ihre Truppen. Auf, auf! Naja, mal sehen. Ah. Okay. Wir sind in der Überzahl. Herr Mann. Laufen sie weg? Oder was machen die da? Ja, die sehen natürlich unsere Kavallerie. In die Schlacht! In die Schlacht! Galoppieren! Das fürchten! Oh Mann, die sehen aber auch echt beeindruckend aus. Vielleicht kriege ich ja noch eine Flankierung hin. Für den Krieg gerüstet. Macht sie nieder. Herr Bann! Euer Wille ist unserer. Flankenangriff! Greift an! Vorwärts! Hetzt die Pferde! So, die gehen in die Flanke rein. Und ihr haut jetzt da rein. Das. Wenn das nicht klappt, weiß ich auch nicht. So, kommt. Rein da! Jawohl! Und wieder raus. Ja, ja, der General, der muss erstmal wieder raus. So, jetzt nochmal rein. Ich glaube, die müssen sich nochmal wieder besser formieren. Ne? Das war nicht so gut. Ja, die Männer schwanken, das ist schlecht. Oh, Leute. Zum Sieg! Könnte ich mal bitte formieren? Galoppieren! Es war mal 52, ne? Männer im Kampf wird es langsam der Mut. Feindliche General ist tot! Ihr müsst versuchen, die feindlichen Streitkräfte zu schlagen, ehe sie das Wilde mit euch tun. Jawohl! Ja, wir haben's. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was für ein Kampf. Naja. Gut, haben's Gott sei Dank noch rumgerissen. Okay, das war eine knappe Kiste, aber es hat gerade nochmal so gereicht. So. Das macht alles hier ein. Nicht zusammenbleiben. Der ist gestorben und jetzt können wir noch das Ding einsetzen. Besetzen. Und zurückerobern. So. Und das heißt, der neue General wird auch gleich. Der bekommt einen Streiter an seine Seite, würde ich sagen. Und ja. Mehr kann der jetzt auch nicht machen. Wie sieht's aus mit der Versorgung? -7 wegen erlittenen Verlusten. Egal, aber auf jeden Fall, in Bernice ist wieder in unserer Hand. Das ist das Wichtigste und das Erfreulichste. Und jetzt ist nur so ein bisschen das Problem, dass wir -2. Können wir eine Einheit wieder. Können wir die nach Hause schicken? Ich würde ja sagen, das machen wir mal, ne? Bloß die hat 3 Erfahrungen gewonnen, dann schicken wir die natürlich nach Hause. So, jetzt sind wir wieder im positiven Bereich und haben diese bösen Modifikatoren nicht. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Das ist hier ein bisschen beschädigt. Okay, dann denke ich, gehen wir mal nochmal in die nächste Runde. Erobert dort. Mhm. Für die Morgen.
So, Rückfall für Mercian. Mercian war schon seit längerem keine ernstzunehmende Größe mehr. Es kommt nicht überraschend, dass Westsachsens neueste Bemühungen, ihren Einfluss zu vergrößern, beinhalten, das alte sächsische Königreich zu ihrem Vasallen zu machen. Als es zur Sache geht, leistet Mercian kaum Gegenwehr. So, die sind damit Vasall geworden. Ist das das Weiß? Nee, das ist gewinnend. Aber Mercian, oh Gott, die sind ja auch gar nicht mehr wirklich existent. Alles klar, was ist noch passiert? Die Belagerung. Oh, Northumbria erklärt Gergeudel den Krieg. Das ist ja hervorragend, das ist ja wunderbar. Das ist jetzt genau das, was ich mir ersehnt habe. Und damit werden die Probleme bekommen. Hier haben sie halt ihre große Armee. Und jetzt sind sie hoffentlich erstmal abgelenkt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, das heißt, wir können hier eigentlich die Belagerung jetzt durchziehen. Keine Gnade. Und das machen wir auch automatisch. Mit ausgewogener Taktik, würde ich sagen. Sehr schön. So, wir, was heißt denn befreien? Die ursprünglichen Besitzer wieder an die Macht kommen. Okay, das ist also möglich. Wir könnten also die gälischen Reiche wieder... Aber ehrlich gesagt, also das ist irgendwie verlockend, das zu tun, muss ich mal sagen. Adfochla. Sie werden unser militärischer Bündeter werden. Aber wir haben gesehen, wie schlecht das funktioniert. Ich glaube, ehrlich gesagt, Total War funktioniert nicht so. Deswegen mache ich es nicht, weil... Na, ich weiß nicht. Da kommt man halt wieder in die gleichen Probleme rein. Die sind da auch nicht lebensfähig ohne diese kleinen Nebenstädte. Dann haben die da so eine Mini-Armee, werden dann wieder... Nee, Leute. Wir besetzen es. Es ist einfach so... eindeutig krass vorteilhafter. Das ist halt das Problem. Wenn die Spielmechanik nicht auch so ein diplomatisches anderes Spiel irgendwie mit befördern, kann man das eigentlich nicht tun halt. Also ich bin ja immer ein großer Freund so von Roleplay und von Hausregeln oder sag ich mal so von nicht Power Gaming, so würde ich es mal sagen, nicht Powerplay, aber die ganze Spielmechanik unterstützt das so gar nicht. Und dann gegen das Spiel anzuspielen, das funktioniert dann leider nicht. Nicht wirklich. Deswegen mache ich es jetzt auch nicht. So. Immerhin haben wir jetzt ein ziemlich konsolidiertes Gebiet. Und ich würde mal sagen, es ist an der Zeit, mit unserer größten, wichtigsten Armee nach dieser erfolgreichen Belagerung gen Norden zu ziehen, würde ich mal sagen. Diese Mini-Armee, die wir ausgehoben haben, die können wir später noch weiter ausbauen, aber im Moment ist die nicht wirklich hilfreich. Wobei, sie kann natürlich einfach Ärger machen, sehe ich ja gerade. Sie kann hier diese ganzen kleinen Nebensiedlungen erobern. Ja, das ist doch mal ein guter Plan. Den werden wir umsetzen. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Steinwallen.